Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, ja, wir befinden uns wieder in der Nähe von dem Oblivion-Tor. Warum das Ganze? Ja, hat folgenden Grund. Ich weiß, wir haben ja aktuell die Quest hier für Sindarion ja eigentlich jetzt auf unserem Plan. Aber wir haben ja damals, als wir ja zu diesem Oblivion-Tor dort gegangen sind, schmerzlich erfahren dürfen, dass wir da noch viel zu schwach sind für, haben wir zusätzlich aber hier noch eine Höhle entdeckt, und zwar die Goblin-Jims-Höhle, und ich schätze mal, dass das auch eine Goblin-Höhle wahrscheinlich ist, und wir könnten dann doch dort direkt mit der Goblin-Jagd noch weitermachen, wenn wir schon in den letzten beiden Parts uns mit Goblins beschäftigt haben. Deswegen bin ich jetzt dann hier aufs Ski nochmal hingereist. Ich habe auch offscreen einen besseren Eiszauber noch gekauft und einen besseren Feuerzauber und habe mir schon mal auch Sturm Astro nachbeschwören gekauft, aber den können wir noch lange nicht verwenden. So, ich werde aber... Oh mein Gott! Okay, darf ich mal sagen, wie wenig Schaden ich dir mache? Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Moment mal ganz kurz, wo ist er jetzt hin? Da ist er. Wir warten mal, bis wir unseren Spinnenastro nachbeschwören können. So. Boah, in der Luft, du Missvieh. Das war ganz schön mies von dir. Lala. Chill. Moment. So, haha, Junge, kommst du niemals hoch. Da wollte ich eigentlich nicht beschwören. Hier unten. Oh, was? Der ist ja richtig aggro. So, aber dich haben wir auch erledigt. So. Alter. Hab ich mich erschrocken. So, aber den Troll, den können wir gut mit unseren Blitzzaubern bekämpfen. Das habe ich ja schon erfahren dürfen. Bäm, bäm, bäm. So, noch irgendjemand oder... Genau, und ich bin auch offscreen noch, hab noch ein paar Sachen abgelegt. Wie ihr seht, habe ich wieder einiges an Draglast verloren, Gott sei Dank. Das heißt, wir können jetzt wieder ordentlich mitnehmen. Nein, hier müssen wir entlang. So, ich speichere hier einmal ab. So. Und dann nähern wir uns dieser Höhle und looten derzeit hier wieder ordentlich Zutaten. Die habe ich auch alle wieder abgelegt, die ich so bei mir hatte. Habe nichts gebraut oder so. Wir machen mal so eine richtige, so ein Alchemie-Part einfach. So wie ich es in Skyrim auch schon mal gemacht hatte, wo ich nur Zutaten für Heiltränke gesammelt habe oder angepflanzt habe. Das hier wäre, na, das wäre so geil, wenn du hier Sachen anpflanzen könntest. Vielleicht geht das ja sogar auch. Weiß es halt nicht. So, einmal... Oh, nein. Hö, was? F4 ist Karte? Interessant. Schön zu wissen. Ey. Yo, warum ist denn die Karte auf F4? Ich hab mich verklickt. Okay, da ist niemand. Ich schätze mal, dass das hier wieder so richtig brutal viele Goblins werden. Aber wir sind ja jetzt seit neuestem ein Goblin-Jäger. Jedenfalls ist das aktuell der Fall. In den letzten zwei Parts haben wir wirklich massiv viele Goblins getötet. Und warum dann nicht direkt hier ansetzen? Wir haben ja die Höhle entdeckt, und bevor ich die vergesse zu erkunden, weil ich die auf der Karte eingezeichnet habe, machen wir es am besten jetzt sofort. Ich höre sie auch schon. So. So, Quatsch. Alles Quatsch. Oh.
Ich werde jetzt auch mal mehr wieder mit Zerstörung spielen. Ach, Zerstörung, was laber ich da? Ich wollte eigentlich sagen, oh, das sind schon wieder einige. Das sind schon wieder einige Goblins hier. Ich mach den kaum Schaden. Mach ich denn überhaupt Schaden? Minimal mache ich euch Schaden. Wir sollen ruhig mich angreifen, dann lerne ich nämlich hier schwer Rüstung. Was jetzt? Warum? So. Ah, da kann ich gerade nichts looten. Also diesem einen Goblin mache ich 0,0 Damage. Das kann ja gar nicht sein. Susanne. Doch, ganz langsam mache ich ihm Schaden. So, zack, zack, zack. So, ein Hammer. Hey. Hier kommt der Entwaffnungsschlag. Hey, ich sagte, hier kommt der Entwaffnungsschlag. So. Ja, Dietriche, nice. Nochmal vier Dietriche. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, es geht hier direkt ordentlich zur Sache wieder. War hier nicht irgendwo eine dritte Leiche? Moment mal ganz kurz. Ne, das sind nur zwei. Hier waren doch drei, oder bin ich jetzt... Hä? Bin ich jetzt gerade komplett falsch? Und zwar... Ne, hier. Genau. So, warte mal. Irgendein Dude hatte doch ein Schild dabei. Wo sind der hingeflogen? Moment mal, nee, ich kann so, die haben so... Wo ist denn der Schild hingeflogen? Da! Den nehmen wir mit. Eiserne Kriegsaxt braucht kein Mensch. Wir könnten ja mal versuchen... Also die Blitzzauber machen gut Schaden. Wir könnten ja mal probieren, was hier. Ne, das habe ich mir gekauft und das hier habe ich mir gekauft. Was, nein, auf die 3. Bäm. Was der Eiszauber hier so anrichten kann bei denen. Ich will das einfach mal so ein bisschen rausfinden. So, hier ist einfach nur eine Truhe und eine Falle. Kann ich die auch einfach auslösen? Ja, kann ich. Und sie trifft mich einfach trotzdem. Alter, meine Güte, ey. Ich hätte das vielleicht nicht machen sollen, wenn ich im Schleichen hier bin. Aber gut. Juckt mich nicht, das bisschen Schaden... So. Da hinten ist auf jeden Fall der nächste Goblin. Da könnten wir auch einfach mal probieren, was so ein Eiszauber an Schaden macht. Hier, nimm mal das. Okay, okay. Also Eiszauber macht erstaunlich wenig Schaden bei denen. Wie sieht's denn hiermit zum Beispiel aus? Das macht auch richtig wenig Schaden. Gut, dann bleiben wir einfach mal bei unserem Blitzzauber hier drin. Genau. Hier. So. Ja, der macht einfach noch wirklich den meisten Schaden von allen.
Wo kommst du denn her? Wo kommt denn der jetzt her? Ach, da oben war ich gar nicht. Ich bin... Ach Gott, ja, das ist dann klar. Habe ich noch getroffen? Ich habe jetzt nicht mehr drauf geachtet. Und zack! So, und tschüss, Freundchen. Und nochmal zwei Dietriche. Novizen, oder das könnte ich eigentlich hier, die Destillierkolben könnte ich doch eigentlich hier mitnehmen. Zack, zack, die können wir gut verkaufen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Oh, cool. Warte mal. Ja, komm, nehmen wir mit. Zack. Das nehmen wir auch mit. Ja, die Kristallkugel nicht. Das, was ist das? Oh, Novizenmörser Stößel nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Das hier nehmen wir auch noch mit. So, und dann haben wir noch zweimal, Moment mal ganz kurz. Ich könnte auch... Wo habe ich denn... Hier, machen wir das mal ganz kurz. So... Zack. Jetzt brauchen wir den Zauber für schweres Schloss. Ist ja auch kein Problem für uns. Oh ja, hier, das nehmen wir noch mit. Okay, das brauchen wir nicht. Sonst hier noch irgendwie was? Nee. So, hier. Nummer 1. Na komm, den Stahldolch nehmen wir mit. So, und hier war da Nummer 2 noch an der Stelle. So, und zack. Nochmal 51 Gold. Naja, also in den Truhen mit schwierigem Schloss ist jetzt immer so das krasse Zeug drin. Also ich hatte jetzt nie irgendwie eine Truhe mit einem schweren Schloss, wo was Geiles drin war. So, Moment mal. Wo waren wir denn jetzt schon gewesen und wo noch nicht? Hier waren wir. Also ich muss mal auf der Karte wieder schauen. Genau. Gut, da waren wir jetzt auch eben, da müssen wir zurück. Oh, und ich sollte vielleicht mal lieber, ich gehe mal davon aus, dass meine Rüstung jetzt durch den Kampf relativ gearscht ist. Ja. Reparaturhelm habe ich mir natürlich auch wieder ordentlich gekauft. Da sind wir auf jeden Fall auch erstmal wieder ausgestattet. So, genau, wir müssen nämlich hier runter. Und ich könnte, was ich glaube ich mal mache... Ich glaube, der Spinnenditra ist ja eigentlich schon nice. Aber ganz ehrlich, warte mal, 167. Ich glaube, das hier ist zum Beispiel noch viel, viel cooler im Moment, den hier zu benutzen. Bis jetzt hat mir eigentlich der Spinnenditra im Zweikampf nicht wirklich geholfen. Aber so ein Detro oder wie die heißen, die ballern da schon ein bisschen mehr rein. Okay, da wird es nochmal weitergehen, aber wir können ja auch noch, Moment, bevor wir da jetzt hingehen, können wir auch mal noch hier oben einfach geradeaus gehen, ne? Hier runter nämlich. So. Da kann jetzt mein Echsenkumpane da mal ein bisschen was ausrichten.
Ja, das war so eine Falle, okay. Ja, also dieser Detroph lohnt sich auf jeden Fall definitiv mehr als mein Spinnendetra. Ach, hier geht's erst gar nicht irgendwie weiter. Okay, ja gut, dann. Sollte man vielleicht auch darauf achten, was die so für Waffen dabei haben. Aber bis jetzt, glaube ich, war da jetzt nichts so Tolles dabei. Pass auf, und jetzt hatte der eine eben irgendeine Zwergenaxt dabei oder so. So, hier kannst du dich ein bisschen mit meinem Echsenfreund rumprügeln, wenn du das möchtest. Ich gebe dir auch noch einen mit. Hier kann ich gar nicht. Ne, Moment mal, hier will ich aber gar nicht hin. Ich will hier hinten rein. So, mach mal Platz da, sage ich. Ach, leider keine Dietriche dabei. Schade, schade. So, wir könnten eigentlich mal kurz den hier machen. Nochmal meinen Draglas-Zauber neu wirken. Boah, hier sind ordentlich Pilze. Nehme ich alles mit, jedenfalls so gut wie es geht. Schön sammeln hier, ja. Lecker, lecker, lecker. Pilze, Pilze, Pilze. Zack, zack, zack. Alles eingetütet wird's hier. So. Ja, da geht's jetzt nochmal irgendwie weiter. Wir gehen dann aber erstmal hier hin. Da unten ist auf jeden Fall Action, denke ich, wenn ich da jetzt ein bisschen Rambazamba veranstalte. Kommt er her. So. Kämpfe ein bisschen gegen meinen Echsenfreund. So, wir lösen hier einfach schon mal die Fallen aus. So, bitte habt Dietriche dabei. Hat er nicht. Mann! Das ist... Das gibt's doch nicht. Nochmal eine schwierige... Eine schwierige Tour. So, aber erstmal bekämpfen wir hier noch den Goblin. Oh, der macht gut Schaden, den Goblins. Oh jo, ey, den hat er ja mal einen richtigen Abercut verpasst. Sehr schön, nice, nice. Cool, cool, cool. So, wir brauchen erneut schwieriges Schloss öffnen. Ja, 42 Gold, Alter, was ist das? Das lohnt sich halt nicht. Das lohnt sich fast nicht. Ich bin so froh, dass ich den Zauber habe. Das ist das was anderes. Aber wenn du dann dafür Dietriche benutzt, da hast du nichts von. Da hast du einfach nichts von. Das muss man sich mal vorstellen. So, schön mitnehmen hier. Ich gucke jetzt auch gar nicht, ob hier irgendwo Gegner gerade sind. Ich will einfach nur hier schön die Pilze einsammeln. Oh, hallo! Bäh. Oh, da sind wieder einige. Dann können wir einmal den hier machen. Und das nochmal ausnutzen. Okay, der eine will mich unbedingt haben. Naja, soll er bekommen. So. Ja, wie der eiskalt einfach an mir vorbeirennt, ne?
Nimm das, das, das. So, meine Fresse, warum haltet ihr so viel aus? Das ist ja unglaublich. Zack. Oh, du hast einen Zwergenstreitkolben. Du hast einen Zwergenstreitkolben. Das nehme ich doch gerne an mich dann. Schön, schön, schön. Alter, sind hier Zutaten. Das ist ja unglaublich. Ich habe irgendwo was angelockt, deswegen einmal kurz hier meinen Comprendern beschwören. So. Oh ja, gut, hier passiert erstmal noch gar nichts. Okay. Ja, dann soll mir das recht sein. Jetzt bin ich so schwer beladen. So, dann hier. Box ich jetzt mal mit ihm. Ja, was ist denn mit diesem Goblin da los? Hallo? Sind Sie noch da? Es hat aber lange gedauert. Ach, da unten ist ein Goblin. Ich bin da unten rumgerannt gerade. So, nimm das und das und das. Oh, sein Schreitkolben wäre auch wieder interessant. So, tschüss. Dietrich, sehr schön. Wo ist sein Streitkolben? Ah nein, doch nicht. Den nehme ich doch nicht mit. So, warte, jetzt bin ich hier oben. Oh mein Gott. Oh, okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Was zum Henker ist das hier? Okay, ich frage am besten nicht nach. Da ist eine Falle irgendwie. Nur wo? Was hat das jetzt ausgelöst? Nichts, oder wie? Verstehe ich jetzt nicht. Was war der Schalter? Ist hier irgendwie was versteckt vielleicht? So, dann werden wir mal den Goblin dort unten mal ein bisschen anbrutzeln. Wo war der denn? Hä? War nicht hier ein Goblin? Hallo? Oh ja, da ist direkt ein Goblin. So, hier ein bisschen Zutaten mitnehmen. Wir kämpfen noch schön gegen meinen Echsenfreund. Hallo. Danke. Ist das wieder mehr als einer? Oh, er hat ihn erledigt. Na denn. Soll mir recht sein, soll mir recht sein. Müsste auch nochmal das hier machen. Und das hier machen. Und jetzt können wir weiter. Goblin Jims Klaue. Na super. Hab jetzt schon Bock.
Ja, komm mal her. So. Das gibt's doch nicht. Wieso habe ich ja nicht getroffen? Komm her. So. Bier brauchen wir nicht. Das schon eher. Das kann man wieder gut verkaufen. Rattenfleisch, naja, nee, nicht unbedingt. Nochmal ein bisschen Gold und nochmal ein Dietrich. Dietriche sind gerade irgendwie das Beste, was ich finden kann. Was ist das? Was? Ja, was ist das, frage ich mich auch gerade. Hallo, wer ist denn hier? Der Wind gewesen. Ja, war der Wind. War der Wind! Sterbt schon, fertig. Wow, hat er mich gerade irgendwie angezündet? Okay, ich weiß nicht, wer er ist. Aber ich glaube, der kommt jetzt hier runter. Ich werde einfach mal vorsichtshalber hier was beschwören für ihn. In der Zeit kann ich mich ja jetzt hier mal noch ein bisschen weiter umsehen, aber hier ist nichts, ne? So, komm mal her. Goblin Jim, du bist der selbe, du bist der höchst ersöhnlich. Oh, 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 oh. So, er ist auf jeden Fall tot. Wir machen hier direkt weiter. Das war's mit Goblin Jim. Oder wie der Dude auch immer hieß. So. Perfekt. So, das nehmen wir mit und das nehmen wir auch mit. Na gut, du hast nichts dabei. Gut. Aber ich habe immer noch Kampfmusik. Das hier war es offensichtlich noch nicht. Alter, das ist ein Labyrinth hier. Was ist das denn? Wo bin ich? Naja, gut. Auf jeden Fall haben wir Goblin Jim erstmal erledigt. Oh, da. So. Okay, der spinnt ein bisschen rum. So, den machen wir jetzt noch, den Goblin, dann beende ich den Part. Hey. So, nimm das, 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 das. Oh, sorry, das wollte ich nicht. So, jetzt haben wir es. Sehr schön. So, da gehen wir mal gleich noch hoch. Da ist noch eine Tür. Ich habe hier wieder immer noch Kampfesmusik. Egal, ich werde jetzt hier den Part beenden, meine lieben Freunde. Und dann geht es hier direkt beim nächsten Mal wieder weiter. Wenn es wieder heißt Let's Play Oblivion, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Also wir sind hier wirklich gerade echt gut dran, was die Goblinjagd angeht. Also wir sind das ordentlich am Austeilen gerade. Komm, ich werde mal jetzt noch schnell reparieren einmal. Wobei, ich muss ja nicht mal den Zwergenstreitkolben reparieren, kann nämlich den hier jetzt dann ausrüsten. Das werde ich dann auch mal machen. Bäm, so. Perfekt. Dann hätten wir das. Und dann sehen wir uns einfach genau hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Oblivion. Macht es gut. Ciao.